Balloon ist mit Sicherheit das größte und aufwendigste Projekt, was ich je bisher in meiner Karriere machen durfte. Ein unheimliches Erlebnis und mitten in diesem Klangkörper des Filmorchester Babelsberg zu sitzen und mit denen zusammen meine Musik aufzunehmen, das war schon ganz besonders. Philipp und ich kennen uns schon seit Anfang der 90er Jahre und wir sind uns seitdem sehr herzlich und freundschaftlich verbunden. Und haben uns damals auf dem Jazzworkshop in Remscheid kennengelernt. Damals hatte ich noch Bass gespielt und wir hatten uns irgendwie sofort gefunden, haben die Köpfe zusammengesteckt und eben in jeder freien Minute da zusammen Musik gemacht. Auch wenn unsere musikalischen Wege sehr unterschiedlich sind und waren, haben wir immer darauf gehofft, dass wir endlich mal wieder ein Projekt schaffen, wo wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, es war schon ein langer Traum von Philipp, auch mit Streichern mal ein Album zu machen, also jetzt ein perfektes Match. Und meine Aufgabe war eben hier dazu, das Orchester, das Streichorchester zu arrangieren. Und dann hat Peter mir Entwürfe geschickt, die so direkt so fantastisch und so schön klangen, dass ich eigentlich gar nichts groß irgendwie was sagen musste. Und die klangen auch direkt so anders, als ich es gedacht hatte, dass ich sofort gedacht habe, besser sage ich jetzt gar nichts und lass Peter einfach so machen, weil das ist wunderbar so und ich möchte das gar nicht, seinen Flow zerstören. Die Aufnahmen haben wir gemacht in Potsdam mit dem Filmorchester Babelsberg. Das ist ein Orchester, die vor allem eben sehr darauf spezialisiert sind, auf Filmmusikaufnahmen. Diese Studiosituation, die spielen zwar auch live, aber es ist vor allem ein ganz, ganz tolles Aufnahmeorchester. Ein Orchester, was wirklich auch jede Stilistik drauf hat und umsetzen kann vom Blatt. Ich habe auch, glaube ich, in der Nacht vor der Aufnahmesession nicht viel geschlafen. Ich schlafe eigentlich sonst ganz gut, aber das war eine der wenigen Nächte, wo ich kaum geschlafen habe, wo ich immer nachts wieder aufgewacht bin, die Arrangements durchgegangen bin. Bin unheimlich froh, dass Peter bei der Produktion dabei war, als wir an dem Tag in Potsdam mit dem Filmorchester Babelsberg aufgenommen haben. War es eine riesen Hilfe, Peter an meiner Seite zu haben, und er hat ja eigentlich wie ein Produzent diese ganze Aufnahmesession geleitet, und ich konnte mich total aufs Gitarrespielen fokussieren und mich direkt darauf einlassen und musste mich um nichts anderes kümmern. Peter hatte halt in der Regie zusammen mit dem Tontechnikern den Überblick über die ganze Session. Was mir vor allem auch wichtig war beim Arrangieren, da der Philipp ja jetzt vor allem hauptsächlich in kleinen Besetzungen spielt und aufnimmt, Philipps Kompositionen sind ja harmonisch unfassbar ausgeklügelte, unheimlich schöne Kompositionen. Und mir war eben auch wichtig, dass die Arrangements da nicht einfach rübersülzen. Man kann auch viel versauen mit einem schlechten Arrangement. Und bei Philipps Musik gefällt mir eben gerade der ganze Klangraum, den er hat zwischen seiner Gitarre und Bass oder Trompete. Und den wollte ich auf keinen Fall kaputt machen. Deswegen war mir eben auch wichtig, in der gleichen Harmoniesprache zu sprechen. Also seine Harmoniesprache zu übernehmen und ins Streicherorchester zu übertragen, sodass das wirklich auch ein harmonischer Gesamtklang wird. Auf geht's. Dann nochmal runter. Dieses Projekt war aber, glaube ich, auch für ihn recht neu und umfangreich. Einfach durch das Orchester, die vielen Mikrofone, wie die alle stehen, wie man das Orchester mischt, wie das Orchester steht. Und dann hast du natürlich nochmal anhand der vielen verschiedenen Mikrofonpositionen, du hast vor jeder Instrumentengruppe, aber teilweise auch vor einzelnen Spielern. Also das
und nochmal eine gesamte Raumperspektive vom Dirigenten aus oder nochmal eine Klangperspektive viel weiter hinten. Das heißt, du hast später in der Mischung unfassbar viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie nahe du an das Orchester rangehen willst, ob du intim mit denen sein willst oder ob du den großen Raum mit einbeziehst, was auch sehr schön klingt. Da gibt es viele Möglichkeiten. So interaktiv, wie Peter das alles arrangiert hat, ist es sehr aufregend und es hat einen Riesenspaß gemacht, mit dem Orchester zusammen durch diese Arrangements wie auf so einer Welle zu reiten. Es war eine sehr herzliche und tolle Atmosphäre und sehr locker und trotzdem unheimlich produktiv und kreativ. Und dann ist das Ding eigentlich quasi in einem Tag fertig. Die Musiker sind halt auch so, die sind so schnell von der Auffassungsgabe. Die bekommen die Noten, es wird 2-3 Mal angespielt und dann nehmen die auch schon scharf auf. Und dann ist teilweise nach einer Dreiviertelstunde auch das Stück schon aufgenommen und das war's. Und kann ich mir vorstellen, dass es für einen Philipp wahrscheinlich auch manchmal einfach zu schnell ging. Der hätte, glaube ich, gerne einfach noch mit denen gespielt oder plant er jetzt, glaube ich, auch Konzerte mit dem Filmorchester zu machen, damit das ja nicht aufhört, das schöne Gefühl. Jörg-Achim Keller hat das großartig dirigiert. Ich war so froh, ihn dabei haben zu dürfen. Peter Hintertür hatte schon mal mit ihm gearbeitet und ihn mir sehr empfohlen. Konnte für mich unheimlich gut vermitteln, dass ich auch den Puls dieses Orchesters direkt fühlen konnte, was für einen, wenn man nicht im Orchester spielt, ganz schön schwierig ist, weil es wird ja immer ein bisschen vor dem Beat dirigiert und das ist gar nicht, also visuell gar nicht so einfach klar zu kriegen für einen, der es nicht gewohnt ist, im Orchester zu spielen. Jörg-Achim Keller hat direkt eine tolle Atmosphäre zwischen dem Orchester und mir geschaffen. Es war eine sehr produktive, kreative Arbeit. Wir haben sehr auf den Punkt gearbeitet, aber es war immer auch ganz viel Spaß und Freude und ein paar Witze dabei. Tolles Erlebnis und ich hoffe, dass ich auch bald mal live mit ihm zusammenarbeiten kann, wenn wir Moon Balloon hoffentlich auch live auf die Bühne kriegen. Florian van Wolksem begleitet mich jetzt schon seit mehreren Produktionen, ist über die Jahre jetzt ein wirklich enger Freund und musikalischer Vertrauter geworden. Und wie er dieses Projekt jetzt gemischt hat, wie er den Überblick behalten hat, das war schon beeindruckend. Und dann seine Kreativität da reinzubringen, was für Sounds wir benutzen, das hat riesig Spaß gemacht, mit ihm diese Platte zu mischen. Und er ist ja gleichberechtigt mit Peter und mir zusammen auch Produzent dieser Platte. Und ich glaube, dieses Team hat unheimlich gut funktioniert. Das Stück Times Like These ist die einzige Nummer, die nicht von mir geschrieben ist auf der Platte. Der Pianist Makoto Ozone hat die geschrieben und die ist ein unfassbar schönes Stück, was mich schon seit meiner Studienzeit in Boston verfolgt und was ich seitdem spiele. Ich habe das erste Mal mit dem Gary Burton Quintett gehört. Und das Witzige ist, dass das eins der ersten Nummern ist, die Peter Hintertür und ich zusammen gespielt haben, als wir uns damals in Anfang der 90er Jahre auf dem legendären Jazz-Workshop in Remscheid kennengelernt haben. Und als wir
diese Platte geplant haben, sagte Peter, es wäre doch unheimlich schön, wenn wir dieses erste Stück, bei dem wir uns das erste Mal getroffen haben und das erste Mal zusammengespielt haben, wenn wir das wieder nehmen und auch auf die Platte bringen und wenn er das arrangieren darf. Er hat ein unheimlich schönes Intro dazu geschrieben für das Orchester. Das ist auch die einzige Nummer, die wir nicht mit dem vollen Orchester aufgenommen haben, sondern nur mit einer kleinen Gruppe im Sextett. Und ich glaube, dadurch kriegt diese Nummer auch nochmal was ganz Schönes und Intimes. Die Arbeit mit dem Philipp, das wurde mal Zeit, dass wir mal sowas zusammen machen. Also das ist, mit dem Philipp zusammenzuarbeiten, ist ganz toll. Da steht ein Typ, ich habe mich gewundert, eigentlich muss das total stressig sein für den mit dem Orchester, dann spielt er auch noch mit denen live und der schwitzt aber noch nicht mal, sondern der ist fröhlich, lobt alle, lächelt. Ja, das ist eben, ja, das ist Philipp von Innert, der kommt ohne Stress in diese Nummer rein und macht alle froh.